So, wir haben hier den neuen Rechner von Pavilion, TG 01-2214NG. Dabei ist so ein Plastik-Keyboard, unbeleuchtet, grün. Das ist das Gaming-Teil wahrscheinlich von denen, das ist Plastik. Und eine Maus ohne DPI-Einstellung und auch nicht gaming-tauglich. Nicht so wichtig. Ja, das sind die technischen Details von diesem Rechner. Also, das ist ein RX6 Motherboard, 32 GB, 3200 MHz, 2x16 GB, mehr gehen auch nicht rein. 1 TB SSD, HDD, Ryzen. 5700G ist eine APU mit Grafikkarte, das ist etwas komisch. Das ist ein 360 Ti. Ja, LAN, Wi-Fi, Kartenlesegerät, 500 Watt Netzteil. Okay, kabelgebunden grün steht sogar dort und Windows 10. Das Ganze hat 1265 Euro gekostet. Die Platine ist Erika 6. Das ist die 550A, sind es eigentlich eine 400 irgendwas. Ja, genau. Und auf diesem Mainboard geht auch gar nicht mehr rauf als der Ryzen 7 5700G. Also dieser PC ist Maximum am CPU. Und man kann auch nur 32 GB RAM einbauen. 2x16 GB. Mehr kann man nicht einbauen. Okay? Hat er da drinnen. Dieser Rechner hat 32 GB. Ja. Soweit, so gut. Und da haben wir noch einen Bench vom RAM. Er ist immer ungültig wegen dem Cheater-Treiber. Aber ja. Eigentlich okay. Und hier noch einmal wieder ungültig wegen Cheater-Treiber. Da hatte ich ja, war nicht so schlecht. Und hier in Mark 3, PC Mark 10 Extended, 9244, ist auch ganz okay. Mit diesem Score bin ich auch ganz zufrieden. Ja. Und ja, also um den Preis, 1265 Euro, ist das ein super Teil.